Quidditch, du an? Okay, herzlich willkommen hier beim Quidditch-Livestream. aktuelles Spiel jetzt, die Berlin Bludgers in Rot-Schwarz von rechts nach links gegen die Heidelberg Hellhounds in den neuen Auswärtstrikots, blau-weiß von links nach rechts. Diese direkt mit dem Quaffel gewinnen und zack, das erste Tor. Das ging schnell. Und die Bludger Control auch bei Heidelberg. Und jetzt der Quaffel-Vortrag der Berlin Blue Caps. Nochmal zur Begrüßung. Ich bin der Basti aus Halle und mit mir kommentiert. Lena aus Offenburg. Genau. Passt quasi perfekt. Eine Bavü-Kommentatorin für ein Bavü-Team und ein Ost-Kommentator für ein Ost-Team. Und genauso teilen wir uns ja auch auf. Ja, aber jetzt langer Pass der Bludgers, der nicht ankommt. Na, nicht ankommen. Danny ist Beat. Damit jetzt der Fast Break, der gedodgter Beat und das 20:0. Das ist schon das zweite Tor von der Nummer 17? 11. 11. Von der Nummer 11. Gut, alles klar. Nummer 11, Tim Ott. Der anscheinend nach jedem Samstagstraining knapp 1,3 Kilo Lasagne mit extra Käse isst. Das scheint zu helfen. Das ist eine starke Leistung. Auf jeden Fall sehen wir jetzt Berlin Bludgers im Quaffel-Vortrag greifen gegen die BS an, aber die Beater scheinen sich nicht einig zu sein, wohin es gehen soll. Langer Pass hinter die Hoops, nicht gefangen. Und da ist der Keeper, der Tim von Heidelberg. Jetzt ebenfalls langsamer Quaffel-Vortrag von Heidelberg, ist den Mannschaften aber auch nicht übel zu nehmen. Dürfte jetzt das vierte Spiel mittlerweile sein für heute. Ja. Und jetzt gibt's aber dafür die Delay of Game Warning vom Headref. Pass hinter die Hoops, MC Steinfaust. Ah, schade. Also, ob Pass, ob Schuss, richtig war es nichts von beiden. Heidelberg müsste im Moment Gruppenzweiter sein. Sie haben nur ein Spiel verloren gegen Bonn. Ja. Für Berlin geht's hier, glaube ich, um den letzten Sieg. Ja. Oder den letzten möglichen Sieg. Ansonsten, glaube ich, alle Spiele verloren. Ja, und die eine Niederlage von Heidelberg war dann aber auch recht deutlich. Das stimmt. Ui. Die Bludger Control ist in Berlin. Aber trotzdem das Gegentor. Es steht jetzt 30:0 für Heidelberg. Na, Berlin bespricht sich, was sie jetzt machen. Jetzt können sie mit BS mal angreifen. Prinzipiell eine gute Ausgangslage, um einen Hoop zu scoren. So, aber was für ein geiler Tackle von der Nummer 16 von Heidelberg. Ja, Laura Messerer. Laura Messerer, was ein Tackle. Zwei Köpfe größer gefühlt, der Berlin Bludger Spieler, aber ohne Probleme, klemmt sich an ihn dran und zack, liegt er auf dem Boden. Und es gibt schon wieder die Delay of Game Warning gegen Heidelberg. Daraufhin flinke Füße, fast am Ende des Pitches, Höhe der Hoopline, ja, Rückpass auf die 23. Das ist auch gerade ein bisschen sehr schwer für die Berliner Spieler, die müssen nämlich die ganze Zeit gegen die Sonne gucken. Ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das erste Spiel, wo die Sonne so schön scheint, auch der Himmel, strahlend blau wie zu keiner anderen Zeit dieses Spiel, dieses Turniertages. Eigentlich ideale Bedingung. Wenn da nicht die Sonne schon so tief stehen würde. Wie spät haben wir es mittlerweile eigentlich? Kurz vor sieben? Ja, fünf vor sieben. Ich liebe es auch, auf meinem Sheet zu Heidelberg steht der wahre Dosenbierverein. Ah. Warum? Das müssen sie mit Darmstadt klären. Oh, jetzt schnell aber wieder zum Spiel. Weiter Pass hinter die Hoops von den Berlin Bludgers. Wieder zurückgespielt. Immer noch, aber da kommt der Beat. Da kommt der Beat gegen den Captain Danny, der jetzt flinke Füße macht, zurückzulaufen, aber Heidelberg lässt sich wieder alle Zeit der Welt. Haben auch einen großen Wechsel jetzt gerade vorgenommen. Ja. Sie haben ja einen Kader, mit dem man sich es leisten kann. Ja, 21 Leute. Ja. Wohin die Berlin Bludgers. Ja, mit 9 Leuten jetzt nur noch. Kein Tor jetzt. Der Keeper von Berlin. Wollte gerade sagen, dodge da 2 Tackle, kommt aber dann doch ins Straucheln.
Genau, Berlin ist mit 11 Leuten eingereist und musste jetzt aber schon 2 Verletzungen hinstecken. Hinnehmen. Das klingt besser. Und ist jetzt nur noch zu 9. Aha, schade. Fast den Blatscher gefangen von der Bieterin von Berlin. Dadurch dann aber der lange, ungenaue Pass und jetzt der Fastbreak von Heidelberg. Schnelles Umschaltspiel. Danny kommt nicht in den Tackle. Ah. Und Tor. Da ist das Tor. Schön den Chase überlaufen. Dann noch den freien Mitspieler am anderen Hub gesehen. Das war ein Bilderbuchangriff. Ja, es steht 50-0 für Heidelberg. Oh, und da haut Luca den Blatscher aus kürzester Distanz rauf. Pressing-Situation dadurch jetzt für Heidelberg. Und zack, direkt der nächste Beat aus mittlerer Distanz. Ah, tatsächlich mal ein sehr guter Beat von der Nummer 31. Die Berlin Blatschers klären. Jetzt könnte es schnell gehen. Keine Beat in der Defense. Dodge den... Ah, ist doch Beat, aber die Sache ist noch heiß. Und damit Tor. Das erste Tor für die Berlin Blatschers, aber... Es gab... Score zählt nicht, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Anscheinend doch Beat before, beziehungsweise beim Beat den Ball nicht regelkonform fallen lassen. Und damit jetzt wieder, da steht sie viel zu frei an den Hoops, aber die Berlin Blatschers machen das gut, hindern sie noch am Scoren. Und es ist jetzt ein extrem früher Angriff von Heidelberg. Sie stehen sehr hoch in ihrer Defense. Zack. Der Tackle und dadurch den Pass gestört. Gehen auf die Hoops. Aber jetzt der Angriff. Also, man muss sagen, defensiv, die Berlin Blatschers doch stabiler. Also, was heißt stabiler als gedacht? Auf dem Papier die Berlin Blatschers als Underdog gehandelt. Ja. Aber in der Defensive stellen sie sich gegen den vergangenen Angriffen nicht schlecht an. Ich meine, es war zu erwarten, dass Heidelberg erstmal ein paar Tore schießt. Ja. Aber bei Berlin diese langen Pässe, da müssen sie andere Mittel finden. Die kommen noch zu... Also wenn die kommen fast nie an. Ja, wenn sie solche Pässe spielen, müssen die auch ankommen. Dann sind das natürlich Waffen, aber... Und No-Look-Pass von Heidelberg. Jetzt... Oh, da fällt er noch rein. Der Keeper eigentlich groß genug gewachsen bei den Berlin Blue Caps, aber hat er genau die Stelle gefunden, wo der Quaffel noch durchpasst. Das war die Nummer 15, Moritz Steuer. Das sind seine Spezialitäten, genau solche Tore. Ja, Longshots. Ja. Das kann er verdammt gut. Ich hatte tatsächlich schon ein Spiel mit dem Braunschweiger, wo mir auch gesagt wurde, dass sie auf Longshots stehen. Und Ref Call... Broomstown, was alle Spieler, die gemeint waren, nicht mitbekommen haben. Auf dem gab einen Quaffel-Turnover. Was ich leider nicht erkennen können, warum. Zum Driven und Tor. Schönes Tor. Wird der Beater von den Berlin Blatschers, trifft auch leider noch ausgerechnet den einzelnen eigenen Mann, der hinten steht. Und jetzt war der Versuch der Berliner Bieterin, sich die BS zu erobern, leider erfolglos. Der Heidelberger Bieter clever wirft den Ball zurück, nimmt den Beat hin, steht dann wieder an den Hoops mit seinem Blatscher und sagt sich, ja, ist ja nichts gewesen. Und räumt da jetzt auch ein bisschen auf. Also zwei Spieler von den Blatschers rausgenommen. Und aber leider Ballverlust. Ja, dann die Chaser provozieren den Ballverlust. Und jetzt die Berlin Blatschers sehen sich wieder nach langer Pass. Jetzt werden sie aber übermütig. Das hätte man schöner spielen können. Ja. Also. Das war ohne Not. Ja, der weite Pass. Absolut unbedrängt, diesen langen Pass. Da kann er auch ankommen, wenn er so unbedrängt zum Passen kommt. Aber andererseits, es steht 70-0. Ja. Nach 10 Minuten. 10:30, ja. Schön. Die Bieterin räumt ihren Chaser den Weg frei. Das Problem ist, dass die Chaser schon weiter sind und da die Chaserin der Berlin Blatschers gebietet. Keine Bieter schaltet es von den Heidelberger Bietern. Jetzt wieder der lange Pass. Und der geht rein aus der, kommt zwar der an, Mitte der rein. Eigenen Hälfte. Der verunglückte lange Pass. Er versucht es ein zweites Mal. Die Nummer 15 von Heidelberg.
Und diesmal ist der Pass so zu kurz. Vorhin war er zu lang, der eine, der jetzt ist zu kurz und fällt dadurch durch den mittleren Hub. Und Berlin Bludgers nehmen das Timeout. Wahrscheinlich auch einfach, um durchzuschlafen. Ja. Ich meine, wie wir haben es schon gesagt, sie sind nur mit 9 Spielern jetzt hier zu diesem Spiel angetreten. Und jeder, der schon mal auch nur einen Quidditch-Ligaspieltag mitgemacht hat, weiß, das ist eine sehr undankbare Zahl für einen Kader auch. Und ich weiß, wie es ist, gegen Heidelberg zu spielen. Es fühlt sich manchmal einfach an, als wird man von einer Mauer überrannt, von einer Meute überrannt. Ja, Heidelberg. Und man kann keine Luft schnappen. Ja, bekannt für hartes Quidditch. Also nicht hartes, aber körperliches und Quidditch. Ja. Was natürlich dann Teams mit kleinen Kadern wirklich nicht zugutekommt. Ist auch jetzt das 4. Spiel, wie gesagt. Die Heidelberger werden dann noch in die Platzierungsspiele gehen. Steigt natürlich dann auch das Verletzungsrisiko. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die bekanntermaßen sehr körperlich spielt, ist das natürlich auch immer für das eigene Team mit einem gewissen Risiko verbunden. Allein die 2 Kreise sehen jetzt gerade schon echt gut aus. Heidelberg mit einem riesigen großen Kreis. Symptomatisch für die Kaderunterschiede zwischen einigen Teams hier bei der Deutschen Meisterschaft. Hier natürlich jetzt im Extrem mit dem vollen Kader. Und ich würde behaupten, die Berlin Bludgers mit dem kleinsten spielenden Kader. Ich glaube ja. Also Kassel weiß ich nicht. Aber die hatten, glaube ich, mehr als 3 Auswechselspieler vorhin stehen, als ich geguckt habe. Ja, Timeout ist vorbei. Kommen wir mal wieder zum Spiel. wir sehen den Ballvertrag der Berlin Bludgers. Die Bieterin räumt ihrem Keeper den Weg frei, aber da spielt er ab. Das Abspiel war nicht weit genug. Also wenn der Bieter dich unter Druck setzt, dann spiele nicht 2 Meter neben dir. Das sind nur 2 Meter mehr, die der Bieter werfen muss. Jetzt gibt es eine gelbe Karte für die Nummer 5 von Heidelberg wegen Contact from Behind. Ja, Illegal Contact from Behind. Ja. Damit jetzt für die Nummer 8 eine Minute in der Penalty Box. Und das bis ein Tor der Berlin Bludgers fällt oder bis diese Minute abgelaufen ist. Für Fans mehrerer Sportarten könnte das bekannt vorkommen. Im Eishockey ist das ähnlich. Bloß sind es da 2 Minuten. Ich finde, Berlin könnte jetzt schon ein Tor schießen. Ich würde es ihnen. Ja, also man gönnt. Und da ist es doch. Da ist es doch. Ich habe es geahnt. Sehr schön. Dadurch das 10-80 aus Sicht der Berlin Bludgers. Ja, die Berlin Bludgers, das sind ja wirklich Mentalitätsspieler. Also egal wie es steht, immer gute Laune, immer den Weg nach vorne suchen sie. Und das finde ich, sollte man Mannschaften auch anrechnen, dass egal wie es steht, dass es trotzdem noch. Ja. Dass trotzdem das, noch. Das ist natürlich auch das, was man toll findet. Ja, nicht wie in anderen Sportarten, dass dann Frustfouls oder ähnliches entstehen, sondern da das nächste Tor von Heidelberg. Schöner Mitteldistanzschuss. Ich sehe da, MC Steinfaust ist wieder auf dem Feld. Der einzige, den Originalfarben in den Stutzen. Oh ja. Ja, die haben sich auch noch komplett neue Stutzen dazugelegt zu den neuen Trikots. Also in Heidelberg, da scheint das BAföG höher auszufallen. Und der Grund für die etwas... Schade. Hätte sie vielleicht versuchen sollen, den Ball dann doch durchzustecken, noch 2-3 Schritte zu laufen. Ich glaube, das wird ein weiter Ausfall. Langer Pass. Ja. Und ab dafür. Ja, Heidelberg extrem stark im Umschaltspiel. Also ich habe das Gefühl, sobald sie den Quaffel erobern, ist schon ein Spieler von ihnen an den gegnerischen Hoops und wartet eigentlich nur auf den langen Ball. Und man weiß eigentlich schon, okay, das wird ein Tor. Ja, also natürlich auch clever, also wenn man das so spielt, im Hinblick darauf, dass Heidelberg noch ein wahrscheinlich langes Turnier vor sich hat, spart natürlich spart natürlich Laufwege für alle anderen. die dann sich quasi hinten ausruhen, weil entweder der Ball vorne verloren wird oder das Tor gescored wird. Schon jetzt wieder langer Pass. Haben die ein Glück, dass es hier kein Abseits gibt wie im Fußball. Und, auch und da ist einer da. Mitgelaufen. Ein Tor. Das 110-10. Entschuldigung. Ja. Wollen hier leider nicht das Bludgers-Tor unterschlagen. Ich muss jetzt auch mal drauf achten, was die Bieter eigentlich tun, während Heidelberg dann den Quaffel erobert, weil ich habe noch keinen versuchten Beat gesehen. Oh, und MC Steinfaust mit dem Tackle, da liegt er auf dem Boden der Chaser. Schöner Tackle. Verzweiflungspass
quasi Kerze nach oben, aber der Ball gesichert vom Heidelberger Keeper. Und jetzt keine Bieter, wieder der schnelle Fastbreak. Der Berliner Keeper kommt leider nicht in den Tackle und damit das nächste Tor. Tor von der Nummer 69 von Heidelberg. Das ist Lukas Lohmeier. Ja, also ich habe das Gefühl, die Berlin Bludgers Beater versuchen im Angriff die Heidelberger Beater unter Druck zu setzen, was auch teilweise funktioniert, aber von den Chasern wird dann der Quaffel verloren. Und die... Oh! Da macht er sich lang, der Lukas Lohmeier, um da den Ball wegzufangen. Wenn der durchgekommen wäre, da stand die Keeper, die Chaserin der Berlin Bluecaps ganz alleine hinten und jetzt die Berlin Bluecaps. Schöner Tackle. Aber immer noch Ballbesitz, immer hin und her. Ballbesitz jetzt für Heidelberg, die Situation klären. Nummer 39. Pass rüber, ein Stück zu lang. Aber immer noch keine Bieter. Schaltet es aus Heidelberg und jetzt... Da ist es. Springt er hoch und macht das nächste Tor. Es ist tatsächlich dann auch nicht schlimm, wenn ein Ball für Heidelberg mal nicht ankommt, weil sie es dann einfach erlaufen. Noch zwei, dreimal probieren können. Ja, und in der Not, also wenn der Ball zu weit kommt, sie haben halt wirklich diesen, wie gesagt, diesen Luxus im Kader, dass sie den Ball einfach erlaufen können, weil sie wissen, hey, ich habe zwei Auswechsler plus mich, drei Menschen auf meiner Position. Das heißt, in zwei, drei Angriffen gehe ich sowieso wieder raus und kann Kraft tanken. Und bei den Berlin Bludgers, also ich habe die Wechsel jetzt nicht gesehen, aber so viel haben sie halt auch nicht zum Wechseln. Das ist natürlich, da tut dann jeder Schritt und jeder Fastbreak des Gegners dann nochmal besonders weh in den Knochen. Wieder die gleiche Situation, wieder keine Beater, wieder ein Drive-Thru von Heidelberg. Ja, jetzt Beaterwechsel bei den Berlin Bludgers. Ja, ich glaube, die Beater sollten mehr mit ihren Chasern zusammenarbeiten. Ja. Wie gesagt, die Beater an sich versuchen ihr Bestes, die gegnerischen Beater abzulenken, aber bei den Chasern wird dann wie hier der Ball verworfen. Wieder zu langer Pass. Und die Nummer 11, der jetzt wieder reingesappte Keeper der Heidelberger vom Brooms ab. Wieder mit dem langsamen Quaffelvortrag. Sehr langsam. Ja, ich glaub, Nick, es ist okay. Ja. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Und das ist halt auch die Sache. Schau mal, wie viel Fahrt er da aufnehmen kann. Da noch ins Tackle zu kommen, das ist schwierig. Und kämpft er sich einfach. Ja, es stehen alle Spieler um die Hoops herum und trotzdem schafft er das Tor. Kein Willenstor. Ja, das ist, wenn du so defensiv stehst, wie die Bludgers jetzt in diesem Angriff, da musst du natürlich dann auch sicher machen, dass du die Hoops abdeckst oder den Gegner tackelst. Weil mit so viel Geschwindigkeit ist es für den tackelnden Spieler meist erheblich schwerer. Jetzt langer Pass, aber die Krake aus Heidelberg fasst da wieder zu. Tim Ott. Oder? Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ich sehe seine Nummer gerade so schlecht. Ich glaube, das war die 11. Aber er hat ja auch die Nummer auf dem anderen Bein. Langer Pass. Ja, die Nummer 11. Und der Pass ist zu lang. Aber wie angesprochen, Heidelberg kann den Ball erlaufen, aber die Chaserin hat schon abgedreht. Schade. Schöner Einsatz des Chasers. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Sogar über das Feld hinaus. Ja. Ja, Augsburg sage ich schon. Heidelberg, ich weiß nicht, ich verwechsel Augsburg und Heidelberg sehr, sehr oft, obwohl ich absolut nicht weiß, warum. Wir haben nicht so aber viel. Mit ja, jetzt weiß jetzt als schon. Grundfarbe. Jetzt haben sie beide weiß als Grundfarbe. Ja, jetzt Quabbelvortrag der Berlin Bludgers. Wieder der lange Pass, der wieder nicht ankommt. Da muss er mit zwei Händen zugreifen. Jetzt hat er sich aber den Ball zurückerobert. Ja. Heidelberg konnte ihn nicht aufnehmen, aber da kommt der Pass. Und den muss sie machen. Und ja, da ist das zweite Tor der Berlin Bludgers. Sehr, sehr schönes Ding. Oder nein, das dritte sogar. Das dritte Tor. Dann haben wir bestimmt das zweite erwähnt, aber gerade vergessen. Ja, ich glaube auch. So, der Schnatz. Oh, ebenfalls aus der Ostliga. Also, nee, jetzt ja nicht mehr. Der Gavin hat, ich glaube, soweit ich weiß, in Magdeburg das Team, also gegründet, weiß ich nicht, aber zumindest eine ganze Zeit als Trainer betreut und spielt jetzt meines Wissens nach in Hannover. Bei den Swooping Eagles. Ja, ja. Tor von Heidelberg und jetzt erstmal so richtig ein bisschen Ärger auf Seiten. Ja. Der Berlin Bludgers.
Ja, der Chase am hinteren Hub der Berlin Bludgers, der kann schon nicht mehr. Ja. Wie gesagt, wir können es nur wiederholen. 9 Spieler, das macht keinen Spaß. Das macht bei 2 Spielen schon keinen Spaß mehr. Und das ist jetzt das 4. Jetzt der Angriff des Keepers. Ui, ui, ui. Das nächste Tor für die Berlin Bludgers. Sehr schöner Mitteldistanzschuss. Nimmt er sich ein Herz und macht es dem Heidelberger Keeper gleich, der vor uns auch 2-3 Dinger ja. aus ähnlicher Distanz versenkt hat. Mir tut ja. jetzt auch tatsächlich ein bisschen der Sucher leid, der Berlin Bludgers, weil ich weiß, dass Gavin ein Schnatz ist, der sehr gerne viel rumrennt. Oh, ein Cardio-Schnatz. Ah, das ist natürlich noch undankbarer jetzt zu dieser Turniersituation, aber kann man nicht ändern. Ja, und jetzt gibt es ein Broomstown. Ja, wir haben gesehen, Danny nicht als erster am Schnatz, aber natürlich konditionell wahrscheinlich deutlich beanspruchter als der Sucher ja. der Heidelbergers mit der Nummer 66. Rouquettes, ich glaube, das ist die Grillkäsemarke, die er da auf seinem Rücken stehen hat. Also, ja. Ach, bitte sag mir, dass er was bei seinen Funfacts über Grillkäse hat. Es steht nur, sein eigentlicher Name ist Jean-Luc Picard. Picard. Das sagt mir auch irgendwas. Aber uiuiui, ui, ui, jetzt hier, Schnatz-Action. Und da hat der Berliner Sieger einen mitgekriegt, schüttelt sich aber nur kurz und macht direkt weiter. In der Zeit sehen wir das nächste Tor der Heidelberger Hellhounds. Damit jetzt Beat, beide Sieger, kurze Verschnaufpause für Gavin. Gibt uns nochmal die Möglichkeit, wieder ins Quaffle-Game zu schauen. Wir sehen Bludger-Control in Heidelberger Händen. Und der langsame Ballvortrag der Berlin Bludgers. Jetzt ein Kreuzen. Und der passt wieder auf den... Und da gab es einen Catch. Von Heidelberg. Da gab es einen Catch von Heidelberg. Und... Der Berlin Bludgers Captain verspricht hier sein Spielgerät zu verspeisen. Wenn der Catch gut sei. So, schauen wir mal, was die Referees sagen. Ich habe es leider nicht ich richtig auch, gesehen. Ich habe nur das Geräusch gehört ja. und gesehen, dass sie direkt vor uns am Tanzen sind. kann deswegen jetzt leider auch absolut nicht sagen, wie es da aussieht. Zumindest auch der Schnatz nach 1:06 gefangen. Sollte das jetzt gut sein? Ja. Natürlich dankbar für die Berlin Bludgers aufgrund des kleinen Kaders und für die Heidelberger Hellhounds aufgrund des weiteren Turnierfahrplans. Aber wir müssen erstmal abwarten, ob der Catch überhaupt gut war. Er klang so überzeugend, der Sucher von den Berlin Bludgers, dass er nicht gut ja, ist. Ja, er scheint was gesehen zu haben, ja. was uns entgangen ist. Aber wie gesagt, da haben sie auch beide nicht gesehen. Gibt auch anscheinend längere Diskussion mit dem Schnatzläufer. Weil normalerweise kann man an diesem Zeitpunkt meistens schon sehen, wie sich die Schiedsrichter umgucken und die Gender Rule zählen, was ja. immer heißt, dass der Catch gut nicht ist. Immer, aber ein gutes ja, Zeichen prinzipiell sehr ist. Es sei denn, man hat noch einen Foul begangen. Dann kann die Gender Rule sein, wie sie möchte. So. So richtig schlau, also wie du schon sagtest, normalerweise kann man aus dem Ref-Gestirn irgendwann ablesen, ob es Richtung gut oder schlechten Catch gehen wird, ja. aber zurzeit absolute Fragezeichen in den Gesichtern, wie es aussieht. Es scheint sich da nicht so richtig einigen zu können. Aber letztlich entscheidet der Headref. Jetzt gehen die noch. Köpfe... Ah, nee, geht noch um den Catch. Es geht noch um den Catch. Die General Rule wird noch nicht gecheckt. Wir können sie ja mal checken. Ich sehe bei Heidelberg. Ja, die müsste stimmen. Ja, die passt. Ja. Und auch bei Berlin Bludgers. Das ist ja unerheblich. Der Catch ist gut. Uiuiui. Dann wünsche ich Danny. Ah, ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber scheint sich doch, also müsste man sich in der Slow-Mo nochmal angucken. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an die Heidelberger. An Heidelberger und hier mit MC Steinfaust. Und ja, damit verabschieden wir uns hier von dem Livestream und hoffen, dass Sie noch ganz viele Spiele heute gucken. Ja, tschüss.